Ja, willkommen zurück bei Red Dead Redemption. Wir haben uns hier einen neuen Freund gefasst, der anscheinend viel besser ist als die anderen, die wir uns so geangelt haben. Zwei Vögel gleichzeitig vom Himmel holen. Interessant. Ja, das machen wir. So, hier erwischen wir den. Na, Mist. Den auch. Den auch. Und den ja auch. Na, wie war das? Wie war das, Kumpel? Das kann man wohl sagen. Sie sind ein wirklich sehr guter Lehrer. I would have thought an old goat like me would have been long forgotten by now. I heard many a story when I was a boy. Still do, sometimes. What, these days? I find that hard to believe. What do people say? Oh, you know how them conversations go. Fellers arguing over who's the toughest, who's the fastest, and who shot people in the back. I'd place good money on me still being the fastest. Ay, Señor Ricketts! Señor Ricketts! Señor Ricketts! Señor Ricketts, por favor, señor. Our back wagon's under attack just outside of town. We need your help again. Whoa, slow down, Ramon. We'll take care of it. Thank you, señor. Again, you are the savior of this town. Well, my friend, are you ready to take a less theoretical exam? Natürlich. I don't think I ever rode with no savior before. Come on, these people need me. Na dann auf, mein Freund. Wir sind bereit, Folge Ricketts. Ein echt interessanter Mann. Auf geht's! It's a long story. We used to ride together. We was all friends once. Only a buzzard feeds on his friends. There must be a high bounty on their heads. What would you do if somebody took the people you love and told you they'd die if you didn't do as they asked? I'd show them what a big mistake they'd made. Look over there. They're in trouble, all right? Come on. Oh, Mist. I'll kill you. Ja, leg die Bandito so. Das machen wir. Wo ist der Typ? Ich glaube, das war gut. Das war sehr gut. Das war perfekt. Ja, okay. Wir passen auf. Eskortiere die Kutsche nach Chuparosa. Oder wie man das auch immer aussprechen mag. Nobody said I had. You talk real big for a boy who couldn't shoot straight a half hour ago. And you talk big for an old man who can't stand up straight no more. You're a long way from being a Landon Ricketts partner, young, old or otherwise. Mire, señor, hay muchos de ellos. Ja, der Typ schießt auf jeden Fall gut. Wie ist das? Jetzt brennt hier alles. Das hat ihn erwischt. Brenne! Brenne! Mist, der lebt ja noch. Komm raus! Und tschüss. Sehr schön. So much for this quiet life of yours, Mr. Ricketts. I didn't say I'd become a coward. I'm not gonna stand by and watch good people suffer. They've been beaten down for too long. I give them some hope. They don't know how lucky they are. Damn right they don't, my sarcastic little apprentice. Let's go! Nun, ich denke, diesen Job haben wir mit Bravour erledigt. So ist der Dead-Eye-Modus auch irgendwie viel effizienter. Nunca podré agradecer lo suficiente. Buy me a whiskey later, and we'll call things about even. Aktueller Dead Eye Level 3 von 3 und Ruhm plus 95, Ehre plus 100. Das ist doch mal gut und wir gehen gleich. Nein, wir gehen noch nicht weiter. Wo haben wir hier bitte schön einen Waffenladen? Wir sollten so ein bisschen die Munition aufstocken. Mal gucken. Was haben wir hier so?
Arztpraxis, Gemischtwarenladen, Blackjack, Poker. Aber irgendwie sehe ich hier nicht so einen Zureiterjob. Aha. Interessant. Aber haben die hier nicht auch einen Waffenladen? Buenas, muy buenas. How are you, Ja, Mister? hallo. Cualquier problema, Ja, se kommen lo diese Karten hier, resuelvo die a la kaufen wir orden uns wieder. que va. Ah, Kleidungsstück Bandito. Muy bien, Okay. gracias por sus Ah, negocios. hier können wir Munition für Revolver, aber vor allem Munition für Gewehr. Emocionante, un placer hacer Hier negocios kaufen wir einfach contigo. alles auf. Und dann für Repetiergewehr kaufen wir einfach auch alles. Fantástico, gracias por sus negocios. So. Was haben wir hier noch? Ja, ich glaube, das war's mit den interessanten Gegenständen. Gucken wir uns noch hier um. Benutze den Gegenstand in deiner Tasche, um es zu deinem. Aha, gucken wir uns mal an. Ist das hier? Kleidungsstück Bandito. Joa, ich sehe jetzt keinen Unterschied, aber okay. Hey Kumpel, mit Arzt reden. Ja, wir möchten hier ein bisschen Medizin kaufen. So, maximal. Kaninchenpfote brauchen wir nicht. Köder brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ah, ja, nee, das war's. Was ist denn? Was aktivieren wir jetzt eigentlich mit dem? Das begreife ich nicht ganz. Das hätten wir also aktivieren müssen. Ach ja, dann zeigt es uns hier die Fragezeichen an. Ach. Wer aber bist du, dass du richtest? Das haben wir doch erledigt. Oder besser gesagt, wir haben da versagt. Wieso gibt's denn das jetzt wieder? Na, ich begreife das noch nicht ganz, aber egal. Wir sind jetzt hier in Mexiko, dann sollte uns das nicht weiter stören. Gut. Bevor wir zu dem Typen gehen, wäre ich doch dafür, wenn wir uns hier so eine kleine Unterkunft kaufen würden. Könnte sicher nicht schaden. Wie viel kostet das? 200. Na gut. Dann haben wir nur noch 20, aber immerhin haben wir hier eine Unterkunft. Hier können wir auch noch mal Munition nachstocken. So, und dann hauen wir uns gleich mal ein wenig hin und speichern das Spiel. Wird auch langsam Zeit, dass wir mal wieder speichern. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, Schublade öffnen. Mal gucken, was hier noch Schönes ist. Okay, 4 Dollar, naja, immerhin. Outfit wechseln, gucken wir doch gleich mal, was wir hier noch haben. Alles noch nicht entdeckt. Hier, ein muffiger alter Poncho, den du als Souvenir aus Mexiko mitgebracht hast. Komm, ziehen wir mal an, mal gucken, wie das aussieht. Okay, Freunde, das sieht ziemlich beschissen aus. Ich fand eigentlich dieses Outfit ziemlich cool. Und deshalb behalten wir das doch mal weiterhin an. Haben wir hier noch was? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir mal jetzt zu unserem Kumpel. Blackjack. Nee, komm, das lassen wir jetzt mal. Wir haben ein bisschen wenig Kohle, als dass wir es verzocken könnten. Der müsste doch irgendwo hier sein. Geht's hier noch irgendwo weiter runter oder hoch? Wo ist der Typ? Kommt man hier irgendwo hoch? Hallo? Hier nicht?
Ach so, kommt zwischen 7 Uhr und 10 Uhr, also 7 Uhr morgens und 10 Uhr abends, na toll. Und jetzt? Ja komm, gucken wir uns halt trotzdem noch kurz Blackjack an. Ja, jetzt haben wir nicht mal genug Kohle für das. Na gut, dann hauen wir uns halt einfach nochmal aufs Ohr. So, einfach gleich nochmal speichern. Speichern, 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 speichern. So, ich hoffe, jetzt können wir dahin. Sieht doch ganz gut aus. Na, immer noch nicht. Was haben wir denn für eine Tageszeit, bitteschön? Oh, das ist doof. Komm schon, was haben wir für eine Tageszeit? Kann man das irgendwo ablesen? Ich glaube ja nicht. Hey amigo, you wanna make some money? Ven conmigo. Ja, von mir aus. Interessant, was uns jetzt hier erwartet. Mal gucken. Geld hört sich immer gut an. Wo willst du denn hin? Weil, ich hoffe, das ist jetzt keine Falle. They're delivering provisions to the market. You steal one of the wagons, I give you good money. Was, von der Kutsche klauen? Nee, machen wir nicht. Fick dich! Sowas tun wir nicht. Nein, ich will den Job nicht annehmen. So. Jetzt ist es doch schon ziemlich hell und so. Ich denke, die Zeit ist reif. Ja, jetzt können wir endlich hin. Landon Ricketts reitet wieder. Juhu, er reitet wieder, Freunde, und wir reiten mit ihm. Gracias, amigos. Mr. Marston, how the devil are you? I'm fine. How are you, Mr. Ricketts? I'm good. I'm glad you're here, because these men were just telling me about Mr. Escuela. Javier Escuela? Emilio, let me ask you something. His nombre is Javier, Señor Escuela, is Javier, to see? No sé, señor. He doesn't know. I got that bit. Ask him, was he about 5'8"? Mustache? Did he have an American in tow? A big American? Emilio. Stabacon, grande americano? Yo no sé. No. Again, I got that. But they do have his sister. Emilio's, I mean. She's a fine young woman. A teacher. A human being. Not the clothed vermin so many people seem to have turned into. Tell him I'm sorry. When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice, in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past? A man who ran away from home? What choice did you make? I'll tell you what choice I made. I'm a fighter, sir, and I'll fight to the end. I think we should get going. Da hat er wohl recht. Wir sind schließlich auch Männer von Ehre. Ach komm, wir steigen auch mal in den Zug. Das klingt doch interessant. Wir sind eigentlich nur am Anfang des Spiels mit dem Zug gefahren. Tatsächlich. Some recent encounters with this Bill Williamson fella haven't gone exactly in your favor. Funny how everyone seems to know my business, but nothing about the men I'm looking for. It isn't easy getting the locals to talk. Mal schön, ich freue mich so auf eine hübsche kleine Zugfahrt. Das ist ja jetzt auch neu für uns. Setz dich hin, ja, okay.
the only way to travel, so they keep telling me. We'll get off at Casa Madrugada and ride from there. Ah, okay. Dann geht's hier ab. Ja, bevor wir zum Ziel springen, gucken wir uns das hier ein bisschen an. Komisch, er hat das Gewehr abgesetzt, aber hat jetzt ein anderes Gewehr wieder im Halfter. Sehr schön. Ja, sieht doch cool aus. Hier die alte Lokomotive. Nur sehe ich... Ach doch, da ist wirklich ein Lokführer in der Kabine. Sehr schön. Und ein nettes Zugpferdchen haben wir hier. Ah, seht euch mal diese prächtige Lokomotive an. Und auch schöne Landschaft hier. Sieht doch cool aus. Sieht doch cool aus. Das schöne Rattern auf den Gleisen. Das Arbeiten des Dampfkessels. Und die Rauchentwicklung da oben. Ah, hier können wir uns so ein bisschen umschauen. Hier wieder nicht. Aber da sehen wir den Lokführer. Und das sind sehr interessante Perspektiven. Ja, Freunde, springen wir mal zum Zielort. Ja, Freunde, dann erledigen wir diese Mission das nächste Mal, denn unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Wie schnell das doch geht. Okay, Freunde, euch noch einen schönen Tag und wir hören uns wieder. Bis dann.